Nun steh ich wieder vor euch an und rat die alte Frage. Was ist's? Was sei euch wohlgefallen an diesem festlichen Tag? Die Bühne steht, der Vorhang ist geschlossen. Ehe er sich hinkt, welches Spiel sei es, so fragt ihn genossen. Mit welchem Tand, mit welchem Klang ist uns die Gunst der Menge? Was hebt sie hoch, was spornt uns an in unserer Herzen Enge? Womit lasst uns den Abend formen, den lauen, sanften, milden Lachen, auf das niemand umsonst gekommen, das Tagesende lehrreich war. Nicht zu lustig, nicht zu traurig, nicht zu leicht, nicht zu schaurig, nicht zu ernst und nicht zu heiter, nicht leichtfertig und so weiter. Erst die Suppe, dann den Braten, dann Spaghetti mit Tomaten, etwas Soße drüber dann und schon kommt der Nachtisch dran. Von allem etwas wohl gemischt, so sei uns heute aufgetischt. Oh je, nicht leicht, was du empfiehlst, von allem etwas nur zu nützen. Wo sind die Grenzen? Ist das Ziel? Ist es nicht wie bei Gewürzen, dass allzu viele fade schmecken, wenn man sie abends los berührt? Sollen wir denn so den Tisch heute decken? Kann sein, dass dies die Seele rührt. Nicht wohl ist es mir mit den Gedanken zu mischen, schmelzen und zu mengen. Sag an, wer soll uns das bedanken, wenn die Kommune trauriges bezweckt? Doch her und hin, ich überlege, was nicht von Weltenanfang dies, das Schmerz die Freude überwegt und Glück und Verständnis. So habe ich recht, von allem etwas laut und leise. Heiß und kalt, Eis und Feuer sei unsere Speise der Jugend voll und der Tage alt. So sei dies Stück. Du nennst den Namen. Dies Stück, das nun gespielt soll sein. Ein Spiel, für das die Leute. Ein Stück für alle, groß und klein, voll aufgeregter Leidenschaften. So zählt es auch von heiteren Zeiten, nicht nur von dem, was Leiden schafft. Den Namen will ich hören. Du hast dir Zeit, ich sag ihn ja. Merkt auf, wir wollen euch betören mit der Geschichte von Harlekin und Julia. Zumal die höchstliche Prinzessin in Welt erscheinen wird.
Ich
hierher, um das Problem zu lösen. Mein Gott, ist doch endlich Ruhe, Alter. Okay. Ist doch noch kein Mensch da. Wie redest du? Mit dem einzig talentierten Schauspieler. Ich sag, er runtergekommen. Ja. Ja, bloß nicht unverschämt. Komischer Hans Wurst. Komischer Hans Wurst? Ha, 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 ha. Das ist sogar sehr. Moment. Also hier. Hier müssen wir auf dem Schloss Adalberts des Gräulichen sein. Und heute haben wir eine Schauspielvorstellung zu Ehren der Hochzeit des Schlossherrn. Habt ihr gehört? Wir sind hier nicht in einer Baumdenke wie sonst, sondern unter edlem Volk. Nehmt euch das Gefäß. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Ein Kino! Was geht hier vor? Was ist denn für ein Haus? Das ist bestimmt der Herzog. So voll, wie der aussieht. Großmächtiger Herr, herrischer aller Herrscher, Gebieter der Gläubigen und Gläubigen, Richter über Leben und Tod, milder Henker, wilder Henker. Erlaubt, dass ihr das ewige Blut in Anblick der Majestät nahezu fast beinahe ganz in den Erdboden versinken und nicht eher aufzublicken wagen. Ihr nicht der Mächtigste unter den Mächtigen, der Prächtigste unter den Prächtigen, der Erhabenste unter den Erhabenen. Wirklich? Immer? Ja, und wieder ist er auch normal. Ein Schauspieler halt viele alle. Ehe nicht der Herr nicht mäßig der Herzog aller Herren herfacht und herherabliegen will, weil sie dir. Unser Doktor ist nicht schlecht. Ach, aber doch nicht im Vergleich zu mir. Mein Gott, wenn ich daran denke, wenn ich so voll wie seinerzeit in Padua gehabt habe. Das tut mir nur lange zu. Padua, das ist doch Provinz. Ich dagegen in Mantua. Ihr seid also nur die politischen Politiker. Naja, dann ist da alles klar. Los jetzt, man will euch den Herzen vorstellen. Wie denn gesagt? Jetzt auch Marsch! Thank you.
dieser falsche Friedrich. Das hab ich jetzt aber gehört. Nee, ein Geist. Kein Geist. Wer weiß. Wer weiß. Hast du mir einen Schreck reingejagt. Du bist doch keiner von denen hier, oder? Schauspieler sind hier. Und ich bin der Spaßmacher der Truppe. Der Harlequin. Nicht schlecht, der Trick. Damit könntet ihr euch mein Volk sehr beliebt machen. Späße und Kutschwitte sind immer beliebt. Eier sind immer beliebt, seit wir kaum mehr etwas zu essen haben. Das Volk hat Hunger und die Hofleute prassen und völlern, dass es eine wahre Schande ist. Du scheinst die Hofleute nicht zu mögen. Keiner mag sie. Sind alles Gauner und Verbrecher. Aber jetzt muss ich laufen. Mal auf einer Tanta gehen. Was? Mal auf einer Tanta. Ach, mein Märchen. Es sollte irgend so eine komische Hexe geben, die so heißt. Die hilft uns kleinen Leuten. Man sagt, dass Malapanatandra dann auftauchen wird, wenn es schlimmer nicht mehr gehen kann. Aber jetzt muss ich gehen.